Milan holt einmal den Ball. Mission da oben ist ein Ball. Vorsicht! Oh. Okay. Nee, das wird nichts, Leute. Okay. Schatz, was da jetzt passiert? Guten Morgen, ein neuer Tag. Ich musste gerade an euch denken, weil wir gerade im leeren Aquapark stehen und es ist die beste Gelegenheit, euch so den Aquapark einmal zu zeigen, weil sonst sind hier natürlich super, super viele Kinder und ja, so seht ihr definitiv einmal kurz den Aquapark. Hier sind auf jeden Fall die ganzen größeren Rutschen. Hier einmal die orangene, hier die, das ist Milans Lieblingsrutsche, weil da kann man zu dritt rutschen. Und inzwischen hat er die gelbe und die blaue so für sich entdeckt. Ist auf jeden Fall richtig, richtig cool. Zeig mal die Kinderrutschen, wo du immer rutschst. Und welche ist deine Lieblingsrutsche? Regenbogen und die blaue und die grüne. Also eigentlich alle? Ja, außer orange. Und, okay, und welche ist hier deine Lieblingsrutsche bei den großen? Gelb, blau, Raya, Regenbogen. Okay. Und Orangen. Schön kalt. Schön kalt. Sehr cool. Milan hat direkt einen Gefallen daran gefunden. Da war ein Bereich, wo er auch stehen konnte. Da war der Milan natürlich dann wieder nonstop. Und die anderen rutschen so geil einfach. Die eine konnte man mit Reifen drin sitzen. Oder da saß man im Reifen drin. Und der Typ, also da ist immer so ein Typ oben, der das Ganze quasi regelt, wann wer irgendwie rutschen kann und so. Ja, und der hat uns beide einfach rückwärts gedreht und wir mussten die ganze Rutsche rückwärts. Und du wusstest ja nicht dadurch, dass es dunkel ist, wo es überhaupt lang geht, ne? Deswegen, aber es war echt geil. Wir haben Sushi gemacht, wir waren in der Stadt, wir waren essen, wir waren shoppen, wir waren am Strand, am Pool, am Aquapark, also wir haben wirklich alles gemacht, was man hier nur machen konnte. Reichlich gegessen. Ja, ehrlich, also es war wirklich super, super schön, super cool.
Ich hoffe, wir konnten euch so viel zeigen und mitnehmen, wie es nur geht. Und auf jeden Fall geht es uns jetzt am letzten Tag zum Strand. Dann, ich nämlich mit mir Parasailing mache. Und ja, eigentlich bin ich ja für Höhen gar nicht so gemacht. Selina und Zoe, die haben es schon gemacht. Deswegen, ich bin gleich mal echt gespannt, wie das da so für mich wird. Zoe ist wie die letzten Tage mit ihrer Freundin, die wir hier kennengelernt haben, unterwegs. Sie wird auf jeden Fall später noch nachkommen. Und ja, also ich muss sagen, auch dieses ist immer so geil, einfach vom Hotel zum Strand gebracht zu werden. Ne? So ja. Angenehm, mit Sack und Pack hast du bis hier unterwegs. Ja, ach, das ist richtig geil auf jeden Fall. Geht auch schon da. Und da machen wir uns auf den Weg. Ach, mal gucken, wir haben gar keinen Termin. Aber hier ist ja immer so, wenn du hier machst, dann kriegst du schnell Tickets. Ne? Dann kriegst du schnell Tickets. Von daher sind wir mal gespannt, ob wir gleich in die Lüfte steigen. Und die Fahrt von unserem Hotel bis zum Strand 1 Minute 40. Dann wollen wir jetzt mal. Ab geht die Party und die Party geht ab. Was hier im Hotel wirklich super angenehm ist, man hat nicht diesen Kampf mit den Liegen. Das muss nee, man das ganz, muss man wirklich sagen. Das ja. muss man ganz ehrlich sagen. Klar, super natürlich, angenehm. Je eher du kommst, hast du natürlich die erste Reihe, gar keine Frage. Aber auch wenn du erst um 10 kommst, findest du definitiv Liegen aneinander. Oder, also du findest immer einen Platz und auch einen angenehmen Platz, das muss man sagen. Ja, das stimmt. Wichtigste. Guck mal, was ich für ein Trikot gestern gekauft habe. Genau, guck mal, was hat Lila für ein Trikot? Abo, haben wir uns einfach Lila Sport-Trikot geholt. Mein Papa hat es auch. Geil. Und wir haben auch noch zwei geholt. Eins für mich, eins für meinen Papa. Genau, und, im Partnerlook. Und ein Freund, der auch kommt aus Deutschland, die haben es auch gekauft. Hier sind wir an unserem Strand. Da hinten geht heute eine Strandparty ab auf dem Steg. Sehr, sehr schön gemacht auf jeden Fall. Und was man sagen muss, ein sehr, sehr sauberer Strand. Übrigens werde ich heute oder muss ich heute den ganzen Tag ein T-Shirt anlassen. Weil ich... wir vermuten mal, dass ich eine Sonnenallergie habe. Ja. Auf jeden Fall, sobald ich in der Sonne war oder weiß ich, Sonne, Wasser, schieß mich tot. Ich habe einen Ausschlag bekommen. Der war ganz rot. Also der ganze Rücken war fast rot. So eine Hälfte und die Füße. Ja, hier vorne auf der Brust hatte ich auch so Sprenkler und es hat gejuckt des Todes. Es hat wirklich gejuckt. Meine Mama musste die ganze Zeit so kratzen. Und mein Eincreme. Papa, und weil mein Papa irgendwo essen waren. Hat einfach mit einer Gabel. Ja, ehrlich, ich konnte es nicht aushalten. Ich konnte mich nicht vorstellen, wie das gejuckt hat. Ja, auf jeden Fall werde ich das heute den ganzen Tag anlassen und dann hoffe ich, dass es einigermaßen geht. Eingecremt sind wir. Jetzt warte ich noch, dass es kurz einzieht. Dann eben einmal T-Shirt anziehen und dann geht's los. Wir sind eingecremt. Zoe ist immer noch spurlos verschwunden. So kann man es nicht sagen. Aber Zoe hat einfach, wenn man so sagt, komm nach, dann kann man auch von 2 Stunden ausgehen, dass sie in 2 Stunden da ist. Ja, und da hat die auch noch eine Orientierung. Da ist sie. Da kommt sie. Alter, da ist sie. So, auf jeden Fall sind wir jetzt vollzählig und sind jetzt auch schon angekommen. Das heißt, Nina und ich werden uns jetzt ready machen und dann werden wir uns in die Lüfte machen, so wie da hinten. Hi, nochmal Parasailing. Gerne, Madame. Bitte schon, Madame. Für meinen Sohn und meinen Mann. Tamam, machen wir. Okay, bist du bereit? Ja. Digga, ich hab einfach so einen Anschnaller. Boom. So, die beiden gehen jetzt. Einmal zum Boot. Ich bin so gespannt, wie das wird. Okay, Freunde, auf geht's. Viel Spaß! Wisst, Höhen ist nicht mein Ding, aber für Milan. Für Milan mache ich das. Alter, ich habe jetzt gerade. Gerade wird richtig. Viel Spaß! Okay, Milan und Dustin sind jetzt auf dem Boot.
Und jetzt kann ich ja offen und ehrlich mit euch reden. Der Dustin hat ja extreme Höhenangst und er ist seekrank. Deswegen, er macht das jetzt gerade wirklich nur für Milan. Und Zoe und ich haben das ja schon gemacht. Und ich bin echt gespannt. Jetzt gerade öffnet sich da der Schirm. Da sieht man's. Da fliegen die beiden gleich. Da. Auf jeden Fall. Boah, ich bin gespannt, wie dem Dustin das wegsteckt. Ich bin auch gespannt, wie der Milan das wegsteckt. Aber es war, den Milan hat das die ganze Zeit getriggert. Er wollte das die ganze Zeit machen, hat sich aber irgendwie nicht so überwinden können. Und heute Morgen, weil er weiß, heute ist unser letzter Tag, steht er auf, nimmt sich den Flyer und sagt, Mama, ich will heute nochmal Paracycling machen, ne? Ich will das heute nochmal machen. Nein. Ja, natürlich. Ich finde, das sind so Sachen, die macht man ja wirklich nur im Urlaub. Und deswegen sollen die beiden das mal machen. Richtig, richtig cool. Aber ich glaube, vor denen ist jetzt noch eine andere Familie und dann geht's los. Milan und Dustin sind dran. Die andere Familie ist gerade wieder gelandet. Und jetzt werden Milan und Dustin dran gemacht. Es ist leider sehr weit weg. Super schade. Aber die beiden müssten jetzt in die Luft gehen. Sagst du, Papa zieht durch? Ja, ich glaube, jetzt zieht's durch. Leute, es geht los. Okay, also die beiden haben den Flug überlebt und jetzt müssten sie, oh Hilfe, mein Handy, jetzt müssten sie jeden Moment auf jeden Fall wieder hier ankommen. Da kommen sie wieder an. Oh Gott, jetzt fährt ja auch noch Schlangenlinien, der Dustin bricht bestimmt. Hallo! Und wie war's? Papa, wie war's noch? Sehr geil. Gut. Es war richtig geil, ja. Sehr cool. Was? Es war echt super geil. Also wirklich, also dafür, dass du gesagt hast, dass es so schwankt, super geil. Also wirklich, jeder, auch, also ich muss ja sagen, ich habe ja Probleme mit Höhen. Ich habe es Mila in den Gefallen getan, aber man hält es locker aus. Man hält es locker aus und man muss auch sagen, dass die 15 Minuten, die habe ich auch gut überlebt, weil ich musste am Anfang auch warten. Bis wir dran kamen, es war sehr, sehr geil. Wir gehen jetzt einmal eine Runde trinken holen, bei uns am Steg. Was trinkst du immer? Slush. Milan trinkt eigentlich nur Slush-Eis und ich trinke immer nur einen Eiskaffee. Jetzt sind wir fertig. Stick ist geholt, hier sind jetzt alle Bilder drauf, alle Bilder von Zoe und Selina. Die Videos von Milan und mir und auch von Selina und Zoe. Also wir haben hier eigentlich ein Komplettpaket, haben wir jetzt hier drauf. Und ja, ich hoffe natürlich, dass also in die paar Bilder, die wir gesehen haben, da ist das ein oder andere Bild dabei, wo man sagen muss, sehr, sehr schön. Ich muss sagen, hier Schnappatmungen, hier mit den Handtüchern und der Tasche bei fast 30 Grad, gehe ich echt kaputt. Aber hier gucken wir auf jeden Fall später mal rein. Und wenn das eine oder andere echt gut ist von der Qualität und alles perfekt ist, zeigen wir euch das natürlich auch hier in dem Video. Gemütlich. Gemütlich. Hier ist es dick. Der zweite. Der zweite. Danke fürs Überreichen. Kein Thema. Danke fürs Bezahlen.
Könnte ich machen. Ist ja ein Geben und Nehmen, ne? Eben. Jetzt geht's ins Hotel. Ich muss sagen, so langsam merkt man, dass jetzt Ende ist. Ja, leider. Leider. Ich muss wirklich sagen, Milan hat es gerade auch schon gesagt, nächstes Mal bleiben wir 100 Tage. 100? Hat der Nein. Gesagt. Milan? Eine Woche. Eine Woche, also wie diesmal. Auf ich jeden sag, Fall. Ich sag 10 Tage auf jeden Fall. Kriegen wir auf jeden Fall hin. 10 Tage muss ich, Schatz. Am liebsten würde ich nach Hause fahren und wieder buchen. Ich finde das so geil. Die anderen Hotels, die haben hier so Transporter. Finde ich ja gar nicht so geil. Und das ist unserer. Seid mal ehrlich, das ist doch wirklich ein Urlaubsbuggy. So muss man, muss es aussehen. Offen, frei, stark. Mal schauen, ob unsere Freunde wieder da sind. Die schlafen. Schlafen die? Ach da, guck mal, das sind unsere Freunde. Guckt euch die Mäuse mal an. Aber die anderen ist nicht da. Hier haben wir wieder unsere Freunde. Guckt euch die drei an. Hallo Mäuse, ganz schnell. Ja, ganz schnell. Oh, Jacke. Was selbst? Ist sicher am Sonnenkollege? Ist sicher am Sonnen? Ja, ne? Ist hell, ne? So cool. Ehrlich. Party People, was sagt ihr eigentlich zu unseren Outfits? Was sagt ihr eigentlich wieder zu unseren Outfits? Die musst du leider hier lassen. Ich möchte mitnehmen. Ja, ich auch. Aber die müssen wir hier lassen. Unsere Outfits sind auf jeden Fall wieder super abgestimmt. Die Sonne blendet mich gerade so krass. Deswegen, wir machen uns nämlich gleich auf den Weg. Richtig, oder wir machen uns jetzt auf den Weg erstmal Richtung Lobby. Da werden wir eine Kleinigkeit trinken. Und später geht es dann Zur Beachparty für uns. Genau, zur Beachparty für uns. Gerade eben haben wir übrigens die Koffer gepackt. War echt super stressig. Wir mussten jemanden fragen nach einer Kofferwaage, weil wir eigentlich vermeintlich eine Kofferwaage haben. Haben sie aber nicht gefunden. Und ja, deswegen mussten wir jetzt gerade mal ganz flott jemanden fragen, dass wir die ausleihen können. Mit den Koffern, das passt auf jeden Fall alles wunderbar, sage ich. Ich hoffe, es stimmt. Also wir haben einen Koffer, ich glaube, der müsste jetzt ungefähr bei 19 Kilo sein, 20 Kilo dürfen wir mitnehmen. Zwei Koffer haben wir übrig. Da müssen eigentlich noch unsere Klamotten, die wir heute an haben, rein. Und Kosmetika. Und Handgepäck haben wir noch. Genau, und Handgepäck haben wir auch noch. Deswegen denke ich eigentlich, sollte es gerade so hinhauen. Ich hoffe es. Ansonsten haben wir nämlich ein kleines Problem, weil wir nämlich gesagt haben, wir haben ehrlich gesagt doch keine Lust. Wir haben nämlich ehrlich gesagt nämlich keine Lust mehr, heute nochmal einen Koffer holen zu gehen. Vor allem. Ja. Teuer. Ja. Wollen die für einen Koffer 45 Euro haben und das ist aber dieselbe Größe. In mittlerer Größe. In mittlerer Größe, den kriege ich bei Action für 25, glaube ich. Na, aber die wissen ganz genau, die Leute kaufen es in der Not, ne? Aber wir packen wir Tetris. Wir spielen Tetris, Leute. Ja, ehrlich. Auf keinen Fall sagen wir das. Hey, wow, bist du Ronaldinho? Sag mal. Ich habe kein mehr. Ja, dann sorry, ja. Hast du die Wolle? Ich mach Essen, liebe Freunde. Wir sind vollzählig und jetzt werden mal kurz ein paar TikToks gemacht. Paar Tiki-Tokis. Let's go. Guck, Leute, jetzt! Oha, was macht der da? Was macht er denn, den Ball verlieren kann? Wir sind angekommen. Wir sind angekommen. Alle in gute Laune. Zoe hat ein bisschen mit ihrem Auge zu kämpfen. Ansonsten alles tippitoppi. Hinten sehen wir schon, wie die Sonne untergeht. Jetzt suchen wir uns mal ein feines Plätzchen. Dann werden wir noch ein paar Bildchen machen können. Und dann geht es auch gleich los. Die ganz beste Tanzmoves. Kommt mir irgendwie bekannt vor, die Tänze. Woher hast du die? Das sieht echt so unfassbar schön hier aus, ne? Ehrlich, das fantastisches Licht, bestes Wetter.
so geil. Ich könnte auch jetzt schon wieder hier unten reinspringen, aber darf ich nicht. Darf ich nicht. Ich höre no jumping, kein Springen. Das hier ist einfach FIFA Street, sein Vater. Ehrlich, ich schwör's euch. Also das hier ist, das hier gibt mir richtige Vibes von früher. Packen wir noch den Game Breaker aus und dann wird hier richtig geskillt. Mila, willst du noch mal eben kurz einmal mitkicken? Ja! Zu später Stunde wird hier jetzt noch mal ein bisschen gepumpt. Kids Gym. Zeig, was du drauf hast, Junge. Jawohl. Eins, zwei, drei. Bewegung. Guck mal. Jetzt wird anstrengend. Okay, komm. Kleiner Mann, schneller Mann. Zack, 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 zack. Links, rechts. Guck mal, Leute. Wie entspannt das ist. Okay. Ja, super. Du machst das falsch und kaputt. NLN is down. Einen wunderschönen guten Morgen. So, okay. Heute ist Abfahrtag. Heute ist Abfahrtag. Wir hatten gerade schon riesen Stress, weil wir die Koffer doch falsch gepackt hatten. Ich hatte es schon so ein bisschen im Gefühl. Ne? Also ich meine, wir haben das echt gut gepackt. Aber auf einmal hatte ich den großen Koffer in der Hand und denke mir so, boah, also der wird auf jeden Fall mehr als 20 Kilo wiegen. Ja, Kofferwaage genommen. 20 Kilo, oder nee, hatte sogar 21 Kilo. 21 Kilo hatte der sogar, ja. Durfte schon mal umpacken. Sowas braucht man auch. Dann hatten wir noch einen Schock. Um 6 Uhr klingelte unser Telefon. Stimmt, genau. Und es hieß auf einmal, unser Transfer wäre da. Und ich dachte mir so, hä? Also so 6 Uhr, wir sind gerade aufgestanden, weil eigentlich werden wir um 7:45 abgeholt. Aber mit einem Privatshuttle. Aber mich hat es total kirre gemacht, warum unser normaler Transfer schon um 6 Uhr kommt und unser Privatshuttle erst um 7:45. Das war für mich so ein Schock. Ich rausgerannt, geguckt, ob sich unsere Flugzeiten geändert haben. Aber nix. Jetzt habe ich trotzdem unserem Privatshuttle gesagt, er soll bitte schon um 7:30 da sein. In der Hoffnung, dass wir trotzdem pünktlich kommen. Kiddies sind auf der anderen Seite und wir gucken jetzt mal, dass wir uns ein bisschen was für die Fahrt mit an Essen besorgen. Eigentlich ist der Hunger gar nicht so groß. Das ist ganz schwierig, weil wir noch so früh haben. Die ist auch ein bisschen schlecht, ja. Ich bin immer super aufgeregt. Ja, vor allem im Hintergedanken hat man alles, klappt alles mit dem Flug. Genau. Hat man alles irgendwas falsch gelesen? Ja. Ja, das ist wirklich immer ein bisschen kritisch, aber wir gucken jetzt mal, dass wir uns hier irgendwie wenigstens ein bisschen was holen, damit einem nicht zu schlecht wird gleich mit der Fahrt. So, ich habe die Lunchpakete gepackt, in andere Formulier. Aber ich muss sagen, es fällt mir gerade so schwer Essen auszusuchen, weil ich gerade nichts essen kann. Es geht einfach nicht. Ich habe mir Melone und Zitrone genommen. Denk daran, Zitrone am Morgen darf nicht fehlen. Jetzt geht's rein in den Shuttle. Darf ich euch vorstellen? Unser neues Auto. Am Flughafen angekommen. So, die hat die Fahrt nicht ganz überlebt. Der geht jetzt nicht so gut. Mili ist todesmüde. Mama ist auch müde. Ich bin auch müde. Aber wir machen jetzt hier den kurzen Check-in. Und dann geht's ab in den Flieger nach Hause. Ja, trinken ist hier dann auch noch mal günstiger als in Deutschland. Zwei Sachen. Schlappe 11 Euro. Digga. Ab
Leute. Wir sind jetzt im Flieger Richtung nach Hause. Und ich muss sagen, ich bin super traurig, dass wir wegfliegen, wieder nach Hause fliegen. Aber ich bin jetzt auch endlos flipfroh, dass ich jetzt nach Hause fliege. Ich bin richtig müde. Ich bin ein Mensch, ich kann nicht überall schlafen, aber ich bin eben am Flughafen zweimal in Tiefschlaf, weil ich so müde bin. Damit war es das jetzt auch, ne? Jetzt geht's bei uns nach Hause. Das war unser erstes Urlaubsvideo. Das kann zählt schon nicht mehr zum Vlog-Urlaubsvideo. Mach das Buch weg für mehr. Guck dir mal unsere anderen Kanäle an. Sachen, die wir uns die ganze Zeit mitgenommen haben.